Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu GTA 5. Im letzten Part haben wir den Coup geplant und jetzt müssen wir aber noch auf Lesters Antworten warten. Ich guck kurz mal. Ah, bin dabei, dir die Ausrüstung zu besorgen. Wird noch eine Weile dauern, bis wir Schmuck kaufen gehen können, nennen wir es kaufen. Verbring den Rest deines Ruhestands am besten mit deiner Familie. Okay. Wenn der gute Lester das sagt, dann machen wir das auch. Dann fahren wir jetzt mal zum M, weil das hat der Lester uns empfohlen. War nicht irgendwo noch ein Fragezeichen? Irgendwo war da noch ein Fragezeichen. Ach, da! Also, nee, dann fahren wir lieber zum M. Ja, wie der Letzte schon gesagt hat, den Rest des Ruhestands mit der Familie verbringen. Auch wenn die Familie mich nicht leiden kann. Weil ich einen Idiotensohn habe. Eine Bitch-Tochter. Und eine Bitch-Frau. Mal gespannt. Vielleicht sagen die ja was dazu, dass ich jetzt wieder... ja, mein Ding drehe. Nennen wir es so. Nennen wir es so. Jo. Hoppa, hopsa, hei, hei, hei. Oh! Ja, ist alles klar, Kollege. Okay. So, machen wir das jetzt ein bisschen besser. Die Straße wenigstens mal ein bisschen frei. So, einmal jetzt hier rechts. Nicht verpassen, bitte. Danke. Nicht Spuren wechseln. Oh, hier ist irgendwas passiert. Ach, ein Geldtransporter. Ich könnte das mit dem Geldtransporter machen, wenn ich bessere Waffen hätte. Das würde gehen, weil ich hab nicht wirklich viel Waffen. Und ich wollte jetzt nicht mein Handy öffnen. So, sind wir auch hoffentlich gleich mal zu Hause hier. Oh, einmal. Nein! Oh oh, oh oh! Der ist salty, der Typ. Was haben wir denn? Hallo? Wenn der meint, er müsste salty werden, dann fahren wir den um. Ganz einfach. So, ich bin daheim. Ja, komm, schaffst du Auto? Jawohl. So. Nothing says I love you like smashing my fucking TV. Nothing at all. I'm sorry. I just wish we could do things together. Yeah, what things? I don't know. Go for walks. Play ball. You know I have bad glands. Yeah. Bike ride then. Bike ride?
You want to go on a fucking bike ride? Fine, fine, let's go on a fucking bike ride. Fuck me. We'll take a bike ride along to Stoochie Beach, and I'll show you just what you want to see. Ich dachte, die Mission heißt Papis kleines Mädchen. Warum müssen wir jetzt mit unserem Sohn was machen? Ist er heimlich weiblich? Egal, mach mal eine Radtour mit dem. Ich habe auch Bock auf eine Rad. Vor allem am Strand entlang. What's the big deal? If anything goes wrong, you can just fake your death and start all over. If I'm hanging with you, I'm listening to my music. Oh, hell yeah. How am I meant to develop my own moral sensibilities when yours are so unbelievably fuck-faced? Don't push me. Seriously, some guys borrow your boat. Borrow? You were hiding in the head crying kidnap. They just took receipt of your property with payment pending. If it was anything other than what you told me, then that's on you. All right, they fucking stole it. And who knows what they would have done if they found me. So. Ich höre doch nicht wie ein Irrer. Are you so high on your own outmoded sense of masculinity that you think this is normal? Shut your pie hole. I think we'll both be happier if we can spend as little time in this vehicle as possible. God, you think I've got learning difficulties, huh? Take a good long look in the mirror, pal. I'm not the one who doesn't respect my fellow human being. Here we are, the bike rental place. Please don't shoot the bike rental guy out of, like, force of habit. Als ob ich den Typen vom Fahrradverleih jetzt ermorden würde. Einfach so, ohne Grund. Piss dich. Moin, ich hätte gerne zwei Fahrräder. Ja, das Blaue. Ich nehme das Grüne. Liefer mit ihm ein Rennen zum Pier. Ja, okay, kann man machen. Ich muss zugeben, es wäre vielleicht besser, wenn mein Sohn mal ein Erfolgserlebnis hätte, aber meine Ehre geht vor. Das heißt, wir werden dieses Rennen nicht verlieren. Auf gar keinen Fall. Wir machen sogar jetzt noch einen Jump. Woll! Schön. Bisschen Downhill. Ja, muss ja auch mal ein bisschen sein. Ich muss zugeben, dass ich eigentlich absolut kein Fahrradtyp bin. Absolut keiner. Ich meine, wenn ich jetzt Fahrradfahren am Strand könnte, dann würde ich das auf jeden Fall machen. So am Strand eine Runde Fahrradfahren ist bestimmt cool, aber jetzt so bei uns hier so, nee. Entschuldigung. Aber ich habe ein Rennen zu fahren, Leute. Da kann ich nicht mal eben anhalten für meine Mitmenschen. Ist mir meine Mitmenschen gar egal. Oh, man sieht schon den Schweiß auf unserem Shirt. Oh, wir sind am Pier. Oh, wir müssen nur noch zum Ende des Piers fahren, Leute. Dann haben wir es geschafft, mal drüber springen. Jawohl. Fahren wir noch ein Schild um. Machen wir noch. Kann man Bunny Hop machen. Und eine Pistole wollte ich jetzt nicht auswählen. Fahren wir noch mal irgendwen um. Den da zum Beispiel. Jawohl. Oder den auch noch. Jawohl. Und dann Schimmer am Chill. Looks like you're buying your own TV. You know, this is real nice, Dad. Bonding, good times. Yeah, I'm giving it my best shot. Come on, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. What? That boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat, the one that makes a young, impressionable girl drop her pants and spread her legs.
This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck! Ah! Dad, wait! Alter, das geht ja... Meine Fresse. Ich hab doch gesagt, wir haben eine Bitch-Tochter. Ich muss sogar ganz ehrlich sagen, wenn ich später mal irgendwie Kinder haben sollte, ne, dann hoffe ich auch wirklich, dass es ein Junge wird. Weil, wenn man sich die heutigen Mädchen manchmal so anguckt, ne? Ich glaube, ich könnte damit nicht umgehen. Glaube ich wirklich nicht. Ich glaube, bei einem Mädchen, wenn du ein Mädchen hast, oder eine Tochter besser gesagt, da hast du viel zu sehr Angst, irgendwas falsch zu machen. Da hast du einfach so sehr Angst, dass die auch so eine Bitch wird wie sonst auch irgendeine. Das trifft natürlich nicht auf alle zu, auf gar keinen Fall. Aber wenn man sich mal die heutige Jugend so anguckt, ne? Ich auch. Nee, ich nicht. Wer weiß, ne? Nee, ich bin eigentlich nicht so assi. Nicht immer. Deshalb hätte ich lieber einen Jungen. Ein Sohn. Ein Sohn ist cool. Zum Fußball gehen. Musik hören. Läuft. So, wo sind die Typen jetzt? Take me out of here. Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. What? Your house? Yeah. Man, you got a killer pad, Mr. Isn't it awesome? Let's go. Those walls can talk. You think I do it? Hey. No. Hey. Shit, hey, cool, Daddy. Man. What are you doing? Hey. Ah, man. Come. I like that. What's the problem? You're such a jerk. Come on. Dad, you dumbass, these guys are serious! Yeah, well, so am I. Who's talking to the seat of my fucking boat? Oh, motherfuckers! Get on, now! I'm about to skin you alive! God damn it! Go! Weißt du, und dann mault mich meine Tochter auch noch an, dass ich die von irgendwelchen Porno-Typen weghol. Oh, ich hab vollkommen falsch, sehe ich gerade. Entschuldigung, hab ich nicht gesehen. Oh, oh, ich werde auch gleich verrecken. Ihr könnt doch meiner Tochter in den Rücken schießen, nicht mir. Oh. Hat ja gut funktioniert. Mensch. Hast rein. So, jetzt habe ich aber wenigstens volles Leben. Hatte ich eben, glaube ich, nicht. Da müssen wir nämlich rein. Boah, lässt sich das Ding scheiße lenken. Oh nein. Oh mein Gott! Shit! They're shooting at us! Hängen die Verfolger ab, ja, weil es ja auch so einfach ist. We'll lose them if we keep going this way. Who the fuck are these people? Oh, you know! Ups. TV people, celebrities. Nein. Boah, ich fahr. Alter. Ich fahr beschissen. Man muss doch so ein Jetski oder wie auch immer die Dinger heißen, die müssen doch können. Oh Gott, die kleben mir aber auch am Arsch. Oh nein. Looks like this is the way out. Nein. Sind die noch hinter mir? Oh, sie sind weg. Sie sind weg. Alles gut. They're gone? Cool. See, it's okay. I'll take you back to Jim. Zum Ufer. Okay, da rechts. It's not okay. So. Oh, I meant you don't have to thank me for saving your life from those maniacs. You didn't say that, you ruined it. Ja, ruiniert habe ich es, genau. Yo! Halt doch einfach die Fresse.
Jimmy, da bin ich! Okay? He smashed my TV and he took me to the beach. The beach with my skin. So what, you sent him out to spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you. I just told him where you were. You know, he got that crazy look in his eyes, you know, like you get sometimes, and he just went. I'm getting a cab. Coming with you. How about I just drive us home? You ruined my life. Alter, ohne Witz. Jetzt mal ohne Witz. Schnell wie ein Fisch, fast. Wenn ich einen Vater hätte, der mich mit zum Strand nehmen würde, um mit mir da eine Runde Fahrrad zu fahren, oder mich von irgendwelchen irren Pissern beschützt, das ist das geilste Leben. Mann. Also mein Vater würde das auf jeden Fall auch machen. Gar keine Frage. Aber die beschweren sich, dass sie so einen Vater haben. Alter. Verstehst du das, Frau? Ich hab gefragt, verstehst du das? Ich will dir das nur erzählen. Mann. Jetzt lauf doch nicht vor mir weg. Verstehst du das? Mann. Ja, dann lauf halt weg. So, der Lester hat mir geschrieben. Ein paar Transporter von Bugstars stehen bei deren Lagerhaus am Hafen von Los Santos. Sie haben Wachleute, also schlag hart zu oder schleich dich von hinten ran. Das machen wir. Ja gut, dann haben wir die Transporter schon mal auf der... Oh. Don't touch me. Oh, you don't have to call to tell me that. Not you, the Dieter Sachs store detective. There's been a misunderstanding. I need you to help clear it up. Ja, okay. Oh, now you want me. All right, I'm coming. The one phone call rule is for real policemen, you worthless turd. Ich habe noch 4 Minuten. Okay, ich sollte mich beeilen. Das ist auf jeden Fall auch so ein Zufallsevent, weil das kann man nur einmal, glaube ich, machen. Das heißt, ich sollte das jetzt lieber noch machen und nicht ablehnen. Weil das weiß ich noch. Ja, jetzt braucht sie mich, ne? Betrügt mich jedes Mal, aber jetzt auf einmal braucht sie mich. Oh, Ausdauer hat sich verbessert. Sehr geil. Steht hier zufällig eine Karre? Nö. Mann, ich kann jetzt nicht einfach so eine klauen. Absteigen, absteigen, absteigen. Holen wir uns halt ein Mini. Oh, da sind noch Kaffeebecher drin. Oh ja, danke schön. Ich hoffe, da ist noch ein bisschen Kaffee drin. Oder 1,3 Kilometer. Das sollte in 3 Minuten eigentlich machbar sein. Mal schauen. Mega easy. Ich hoffe, es gibt einen guten Grund. Irgendwas mit Ladendetektiv. Wollt ihr was klauen oder was? Missverständnis. Wahrscheinlich hat die sich wieder alles eingepackt. Frauen halt, ne? Ja, wenn eine Handtasche zu teuer ist, dann packt man die mal in die eigene Handtasche. Kennt man ja. Wie witzig wäre das denn? Du klaust eine Handtasche, indem du die in deine Handtasche versteckst. Handtaschenception. Aber echt cool. So, ich bin da. Oh. You had that opportunity. I said get off me, you stupid bastard. I told you, she's a biter. Moin Jungs. That's assault on top of the shoplifting beat. Man, the paperwork. What you packing? You know, standard L. Get out of the car! Okay. Oh. Ja, und direkt ein Heli. Ja, alles klar. 3 Sterne. Chill out. It's under control.
Alter, ich fahr ja schon. Was hast du denn gemacht? Hast einen umgebracht. Aus Versehen. Nein, der sieht mich nicht, der sieht mich nicht. Ich komm da noch durch, Chill out. It's under control. Oh nein, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut, Let's go, Michael! Relax, I got this. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. The cops are still after us! Don't worry. I know what I'm doing. Okay, wir kriegen das hin. Da ist einer, They're coming, Michael! Chill out. It's under control. Biegen wir jetzt einfach mal hier links ab. Okay. Jawohl. Bring Männer nach Hause. Und da bleibst du jetzt auch. Und denkst über deine Fehler nach, Frau. Don't say it. What? That I have everything I want, so why am I stealing? Oh, my lips are sealed. Because if you say that, I'll say the same to you. I'm not saying anything. I'm just doing my best to keep us out of jail. Are we going home? Who are you to judge me? Oh, I'm not judging? No, not at all. You're loving this, aren't you? Oh, yeah. Risking prison, getting shot at. Love, love, big love. Ah, vielleicht sollte meine Frau ja mal im Knast. Not really, honey. See, I'm a semi-successful crook. You're a bit of a failure, but hey, kudos for trying. Not that successful if you're in witness protection. Well, I've got an idea. Why don't we see what Agent Dave and the FIB think of this lovers on the run act? Where are you going? You know, I'm sort of thankful for this. Thankful? This is the worst day of my life. Ah, come on, you're doing your part. You're spending habits. Ich frage mich zwar momentan gerade, warum ich die überhaupt gerettet habe, dafür, dass sie mich betrogen hat vor ein paar Parts. Aber. Really? My spending habits. Was tut man nicht alles, ne? Get rid of the car, Michael. It can't stay in the driveway. Ach, warum denn nicht? Ich finde den Wagen schön. Ich könnte ihn ja umlackieren. Ah, ich muss es aber jetzt nicht machen. Na gut, dann kann mich der Wagen auch am Arsch. Gut. Alles bestanden. Pack die Waffe bitte weg. Packst du die Waffe? Dankeschön. So. Guck mal so in die Kamera, Mike. Alles gut. Leute, wenn es euch gefallen hat, schaltet im nächsten Part wieder ein. Dann holen wir uns vielleicht schon den Lieferwagen und das machen wir dann mit Franklin, weil bei dem waren wir lange nicht mehr. Ich glaube, der kann das auch machen. Also wenn es euch... Oh, nee, da haben wir gerade eine Nachricht bekommen hier. Betäubungsgaslieferungen gehen alle 2 Stunden zu LSX. Fang einer ab und klau den Transporter oder jag ihn hoch und schnapp dir das Gas. Ja, aber wenn ich den Transporter hochjage, dann jage ich doch auch das Gas hoch. Na egal. Leute, wenn es euch gefallen hat, schaltet im nächsten Part wieder ein. Würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin, tschüss.